Der neue Außenminister Japans Yoshimasa sprach am Telefon mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi, dem er seine Besorgnis über die Lage in Taiwan, Hongkong und Ostturkistan mitteilte. Außerdem sei er besorgt über den Konflikt im Ostchinesischen Meer. Amerikanische Geheimdienste berichten, dass China eine militärische Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten errichten wollte. Dies führte zu regem diplomatischen Austausch zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Fall der verschwundenen Peng Shuai zieht immer größere Kreise. Nachdem sich bereits viele prominente Tennisprofis zum Schicksal der vermissten Chinesin geäußert haben, reagierte nun auch der Frauentennisverband. Steve Simon, Chef der WTA, droht China mit dem kompletten Rückzug der Damen-Tennis-Tour, falls die Führung in Peking das Verschwinden Peng Shuais nicht umgehend aufklärt. Der amerikanische Präsident Biden gab bekannt, dass aufgrund der massiven Unterdrückung der Uiguren durch China ein Boykott erwägt werden könnte. Er weiste darauf hin, dass die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 auf diplomatischer Ebene boykottiert werden können. Macron beschuldigt England, wegen dem Lizenzstreit mit der Geduld Frankreichs zu spielen. Macron kann nicht verstehen, warum nicht alle französischen Fischer eine Lizenz bekommen, was ihn verärgere. China und Indien wollen weitere Gespräche führen, um den Grenzkonflikt zu deeskalieren. Das chinesische Außenministerium gab bekannt, dass diplomatische und militärische Verhandlungen weitergeführt werden, um den Konflikt zu entschärfen. In den USA sind über 2 Millionen Menschen inhaftiert. Jedes Jahr konvertieren ca. 30.000 bis 40.000 zum Islam. Untersuchungen ergaben, dass 80% der Insassen den Islam bevorzugen. Der Großteil der Konvertiten sind Afroamerikaner.